und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier vom Live-Station 122. Playtest, mein Name ist Garo, schön, dass du dabei bist. Und ja, der Kollege ist fertig hier. Damit auch das Silo. Und ich habe ein bisschen wieder rumgegoogelt. Ich habe wirklich nichts gefunden. Aber, ihr wisst ja, was hier an diesem Kanal so toll ist. Wir haben hier die besten, gut aussehendsten, tollsten, genialsten Zuschauer der Welt, TM. Und deswegen bin ich sicher, dass mittlerweile schon längst in den Kommentaren gestanden hat. Ey, Garol, Problem hat ja auch, habe ich so gelöst. Und dann können wir das bei der nächsten Staffel dann entsprechend berücksichtigen. Wunderbar. Was natürlich auch bedeutet, dass ich hier die ganze Zeit hier in diesen Monaten hänge, weil ich will jetzt auch nicht so viele Monate verschwenden, in denen wir dann, wo wir eigentlich Sachen hätten verkaufen können sollen, aber dann nichts verkaufen können sollen. Ist ja dann auch blöd, ne? Ist so. Jo, mal kurz gucken. Wo müssen wir denn hin? Wir haben nämlich noch nicht alle Felder gedüngt. Wieso ist denn das hier schon Stufe 2? I'm confused. Na gut, dann ist das so und dann machen wir das so. Ist ja auch kein Problem. Ja, aber das ist wirklich blöd, wenn solche Sachen dann einfach nicht so funktionieren, wie sie sollen. Ich habe noch eine ganz, ganz schlimme Vermutung, dass die Paletten möglicherweise durch die Welt gefallen sind. Die ganze Zeit sehr viele Paletten durch die Welt gefallen sind. Und sich deswegen der Kommentar, ich spiele schon genauso lange wie du und schon viel weiter, einen viel schlimmeren Grund hat, als wir dachten. Einfach mal alle Paletten weggefallen. Weg sind sie. Was wir halt noch probieren könnten, wir könnten mal die Eierpaletten verkaufen. Aber ich glaube nicht, dass da noch was spawnen wird. So. Und hier wollten wir ja auch noch gucken, ob möglicherweise das, wie das jetzt aussieht mit der Produktion, mit der Gülle, ob die jetzt alle komplett hier rausgeht. 78.000, also noch würde das Fass entsprechend aufgeladen. Und der Dings fährt zur Werkstatt. Was soll er von mir aus machen? Den lassen wir mal hier stehen. Der kann ja hier dann erstmal warten, bis er wieder gebraucht wird. Und trotzdem wundert es mich, dass dieses Feld hier gedüngt ist. Warum ist denn das schon gedüngt? Aber hier sagt er gedüngt 52%. Und hier sagt er benötigt Kalk. Hier ist die Gerste im Wachstum. Hatten wir hier Mist drauf gefahren? Ich bin schon ganz verwirrt. Wir haben aber keinen Miststreuer. Nur für die. Raps. Muss gedüngt werden, muss gewalzt werden. Gedüngt ist 100%. Nee, das passt. Wieso ist denn dann da die Anzeige falsch? Guck, gedüngt 50%. Ah, Garderol wieder hier. Wieder einen Garderol gemacht. Was will der denn? Ah, du hast doch noch dein Leben vor dir. Warum? So, der ist durch. Ja, dann müssen wir doch nochmal mit Gülle fahren. Ich glaube, der Trecker ist ein bisschen kleiner für. Aber keine Ahnung, wie ich drauf komme. So, Silo müsste auch eigentlich fertig festgefahren sein. Huch, hallo. Und dieses Mal sogar, wenn wir das mit dem kleinen Anhänger machen, dann haben wir nicht das Problem, dass er nach vorne und nach hinten, ihr wisst, was ich meine, vom Silo so viel rausschaufelt. Also gar nicht mal so schlecht eigentlich.
Können wir den einmal hier so lang fahren lassen. Und er kann, glaube ich, der normale Helfer das eigentlich ganz gut selber. Das war nur einmal hier. Einmal sozusagen den Start hier an den Mann bringen. Aber, naja, was man jetzt wirklich sagen kann, ist, wir haben kein weiteres großes Optimierungspotenzial, außer halt nochmal einen großen Fend, was die Maschinen angeht. Und jetzt? Was die Maschinen angeht. Das heißt, wenn wir dann diesen Fehler irgendwie beheben können, dass wir einfach die Paletten nicht mehr bekommen. Und ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe auch sonst nicht. Ich habe jetzt nicht irgendwie eine Mod installiert seit dem letzten Mal oder geupdatet, dass da jetzt eine Funktion drin sein könnte, die möglicherweise dazu führen könnte, dass da irgendwie was mit den Paletten rumgefummelt wird. Habe ich nicht. Von daher gesehen, ja. Das ist doch irgendwie, ne? Finde ich schon ein bisschen blöd. Gut. Dann. Wir Verkäufe und so weiter würde ich dann in der nächsten Staffel mit euch gemeinsam machen. Zwischendurch dann immer mal diese Kleinigkeiten machen, damit es auch weiterhin noch ein so bisschen im Playtest bleibt. Denn ja, wir... Ich habe auch euren Wunsch übrigens sehr stark vernommen, solltet ihr es noch nicht bemerkt haben, dass ihr gerne sehen würdet, wie wir da auch in der Forstwirtschaft arbeiten. Auch da braucht man natürlich ein bisschen Geld für. Und natürlich auch für die Schäfchen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, ne? Weil wir können einfach... Wenn ich keine Lösung für das Problem finde, bedeutet das letztlich, dass wir wirklich hingehen müssen und ja, die Paletten auf automatisch verkaufen stellen müssen. Ne? Ist so. Was soll ich machen? Ich sehe keine andere Möglichkeit. Hier kommen auch keine Paletten mehr. Weiß aber jetzt nicht, ob das daran liegt, dass wir da keine produzieren gerade, weil natürlich auf den Feldern gerade nichts drauf ist. Mal gucken. Ja. Die Palettenstaffel. Eigentlich, ja. Schmissiger Name. September wären nochmal wieder Kleider, hätten wir verkaufen können. Zucker. Dann im Oktober Milch, Kuchen, Butter, Käse, Rosinen. Sozusagen der Milchprodukte-Monat. Achso, wir hatten den da hinten drin, ne? In der anderen Halle. Ja, das bringt uns natürlich auch bei den Einnahmen weit zurück. Da ist es ja, wenn durch den Bug jetzt die Produktion stillsteht, ist es günstiger. Wir warten nicht auf den richtigen Monat und lassen automatisch verkaufen. So ist es doch schon fast, oder? Wie seht ihr das? Da kriege ich natürlich dann sehr schnell jetzt auch das Feedback auf Garderoll Plus von den Leuten, die natürlich dann diese Folge schon am 21. sehen konnten. 21. werden. Hm. Tja, weiß nicht. Das ist alles irgendwie, was ist denn das? Und hier, also guck mal, beim Hühnerstall, es gibt zu viele Paletten, steht hier, ne? So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn noch, wo wir überall... Lass uns erstmal hier das Silo fertig machen. Bevor der sich hier in Wolf fährt, der arme Klaas. Sehr gut. Ja, haben wir mal wieder ein Silo gemacht. War jetzt nicht perfekt verdichtet, das räume ich ja ein. Und die Gülle reicht nicht, okay. Die Gülle reicht nicht. Bei weitem nicht. War das fast nicht komplett voll? Was? Das ist so krass. Na gut. Ja, und auch das ist ein Grund, warum ich das hier gerne mit dem automatischen Helfer mache, weil hier jetzt zu erkennen, wo er noch hin muss und wo er noch nicht war und so, ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Aber ja. Und der Träger ist ein bisschen klein.
So. Wenn wir den Unterschied sehen wollen, können wir den Trecker ja mal austauschen. Gegen den, ja, das von der PS-Zahl her, wir können auch den, den ganz großen nehmen. Quatsch hier. Aber von der PS-Zahl her ist ja allein der McCormick schon ein bisschen höher. Nein, nicht so. Mach nicht den hier. Warte. So. Sehr gut. Wo ist er denn überhaupt? Bin verwirrt. Wo hat man den denn? Ach da, genau. Scheiße, nicht. So. Jojo. Also man sieht. Jetzt. Ich habe jetzt wirklich gar keine Ausrede mehr, nicht mehr in Felder zu investieren. Ich glaube, das kann man schon mal sagen. Das kann man schon mal sagen. Da war jetzt nochmal eine große Gerstenernte und ich hoffe, dass dieser Fehler sich behebt. Aber das ist ja wirklich... Ansonsten, ja, habe ich natürlich eine gute Ausrede, alles auf automatisiert zu stellen. Dann ist es halt so. Dann was aber auch nicht geht. Also, wir können ja dann nicht mal mehr... Also, natürlich geht das, ne? Aber wir könnten dann eigentlich nicht mal mehr die Produkte einfach verkaufen. Fahren mit unserem tollen neuen Produktverkaufsgerät, weil die spawnen ja auch nicht, ne? Auch die müssten wir direkt auf Verkaufen stellen. Wir müssten also die Zwischenproduktion auf Beliefern stellen, beziehungsweise auf Verteilen war das, ne? Und die anderen Sachen müssten wir auf Verkaufen stellen. Dann hätten wir zwar jeden Monat so ein Steady Income, besonders bei den Gewächshäusern, die wir dann vielleicht mal... Den müssen wir auch noch mal, vielleicht nochmal bewässern, weiß ich ja gar nicht. Ja... Schwierig. Gefällt mir irgendwie gar nicht, wenn das jetzt echt so ein Problem ist. Und ich würde es wirklich dem Update zuschreiben, weil nach dem Patch kam dieser Fehler. Das ist so jetzt hier nicht irgendwie so dieses von mir eigentlich schon erwartete Giants Blaming, sondern es ist einfach in dem Zusammenhang aufgetreten. Was will ich machen, ne? Ist halt so. Mach's nix, man steckt nicht drin. Auf jeden Fall zieht er mehr. Seht ihr das? 49. Ist ein bisschen kaputt, der Trecker. Deswegen fährt er ein bisschen langsamer. Na, man kennt das, wenn eine Schraube an der Kanzel des Treckers oben kaputt ist, dann fährt der Trecker langsamer. So ist das halt. Ne? Das hätte so viel Sinn mit der Mauspotenzial hier. Oh wei, oh wei, oh wei. So. Er drückt auf jeden Fall besser hier. So, nur gucken, bis wohin er gekommen ist. Gut. Ja, dann haben wir jetzt einen kleinen Streifen stehen lassen. Ah. Blöd, blöd, blöd. Ich kann das echt schwierig erkennen. Das Level of Detail ist ja auch mal hier wieder ganz exzellent. Rott, rott, rott. Ist ja fürchterlich. Nicht Rotholochowski, das ist was anderes, sondern nur Rotrot. Nee, oh nee. Ja, aber es geht reichlich Gülle drauf. Dann können wir jetzt vielleicht doch noch hier unsere Erkenntnis vom Baum der Erkenntnis naschen und herausfinden, ob denn die Gülle
jetzt aus beiden Kumps genommen wird. Es sieht ja fast so aus, ne? Weil wenn es aus dem Stall, der Stall glaube ich 65.000 oder was war das, wenn es daraus genommen worden wäre, dann wäre, hätte, kennte, wir ja, wären wir ja jetzt schon längst am Ende Gelände. So. Perfekt. Gut. Ja, schauen wir mal, wie viel haben wir noch? An Gülle. Ich habe auch sonst nichts irgendwie hier verstellt, oder? Hm. Merkwürdig. So. Bin ich doof? Gülle. 48.000. Ja, also er scheint es wirklich dann aus beiden Wäldern genommen zu haben. Aber dass er es sehen kann, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, das ist doch auch eine Erkenntnis, die wir eigentlich haben wollten. Es funktioniert. Gut, Leute, was auch funktioniert ist Garderobe Plus. Schaut da gerne mal vorbei. Und wie gesagt, wenn ihr bei Garderobe Plus Schwierigkeiten habt, macht gerne ein Ticket auf. Ich helfe euch gerne sofort und so schnell ich das denn kann. Und immer mehr Leute nutzen diesen fantastischen Service. Denn hey, wie cool ist das, ohne Werbung zu schauen? Das ist doch prima. Ohne nervige YouTube-Werbung. Und trotzdem denjenigen, der die Inhalte erstellt, zu unterstützen und nicht zu, ja, sagen wir mal, circa 50% ein US-Konzern. Das ist damit auch gewährleistet, denn von Garderobe Plus kommt ziemlich, ja, 75%, 80%, so irgendwas so dazwischen, kommt bei mir an. Ja, was nicht unbedingt normal ist, denn wenn zum Beispiel, ne, PayPal, ja, dann mit 1 Euro spenden, das ist vorbei, da gibt es halt nur noch 15 Cent. Der Rest geht an PayPal an Gebühren oder, ja, keine Ahnung, was die damit machen. Ja, wie dem auch sei, irgendwie muss der Tesla ja fliegen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, würde ich mich sehr freuen, oder in der nächsten Staffel. Ich muss mal gucken, wie wir das jetzt machen. Hoffe, dass wir in ein paar Tagen, ich muss jetzt in ein paar Tagen, nehme ich auch schon die nächste Folge auf, weil bei meiner Terminlast ist das gerade nicht anders möglich. Ich hoffe, dass bis dahin zumindest eine Lösung für dieses Palettenproblem gekommen ist. Und das ist ja jetzt echt nervig. Sei es durch euch, liebe fantastische Zuschauer, als auch durch Giants. Schauen wir mal. Vielen Dank jedenfalls dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.